Der fängt sofort mit dem Militär an. Wir bauen natürlich direkt eine Kaserne. Wie gesagt, wir werden ja wahrscheinlich auch auf Elitekämpfer gehen und da ist es natürlich vonnöten, sehr schnell eine Kaserne zu bauen. Gleichzeitig dann auch hier ein, wie heißt das Ding nochmal? Hat das hier wer? Ich weiß gerade den Namen. Hier mit den Pfeilen, wo man hier Dings machen kann. Aber lässt schützen, Bogenschützen. Hat hier keiner gebaut, ja. Das ist ja alles für Lumpen. So. Dann kann man hier wieder mit der Nahrungsbeschaffung weitermachen. Wichtig ist halt, dass ihr immer auch an verschiedene Spots geht. Damit sich die Leute nicht gegenseitig blockieren. So, damit, weil das jetzt hier natürlich auch schon ein bisschen eng werden würde, greife ich jetzt hier schon mal auf Felder zurück. Bei denen. Weil ihr braucht ja immer auch verschiedene Nahrungsquellen. So. Hätten wir das, so. Genau, und jetzt brauchen wir hier noch eine Schießanlage. Das war der Name, der mir entfallen ist. Denn einen Stall brauchen wir nicht, weil was nützt uns ein Stall, wenn wir eh nicht weiterentwickeln können. Das brauchen wir nicht. So. Da die Computergegner immer erst im Ritterzeitalter anfangen, Einheiten zu produzieren, brauchen wir jetzt auch noch nicht, aber wir können eigentlich schon mal weiterentwickeln. Wobei, ne, wir brauchen das erstmal für wichtigere Sachen. Hä, hatte ich hier nicht die... Ach, kann ich die gar nicht entwickeln, oder was? Alter, was ist das für ein scheiß Volk, ey? Doch, Schubka. Aber, hä? Welcher Zeit ist sie denn? Feudalzeit, ja. Wieso kann ich in der Feudalzeit jetzt die Schubkarre nicht weiterentwickeln? Ach, die ist erst in der Ritterzeit. Ah, lol, ich dachte schon. Okay, doch, dann haben wir aber genug um für die... Hallo, was machst du da? Du sollst hier abholzen, du nutzloses Stück Scheiße. Nicht unseren defensiven Wald hier. So, wichtig ist natürlich auch schnell ordentlich Häuser zu bauen hier. Damit euch da nachher nicht hier alles flöten geht und ihr gar keine Einheiten produzieren könnt. So, erstmal hier 6 Häuser gemacht. Da soll, sind erstmal wieder 30 Einheiten, die wir mehr Platz haben. Weil ihr seht, unser Limit ist jetzt schon fast ausgebucht. So, haben wir Mangel an irgendwas? Nein, derzeitig nicht. Das ist gut. Wir werden jetzt aber noch ein paar Goldleute hier erstellen und auch frühzeitig hier auf Stein gehen, weil ich sehe, wir haben hier gerade sehr große Steinvorkommen auch. Das werden wir auch nutzen können für Türme und sonstiges, um uns zu verteidigen. Wie sieht das hier jetzt mit Männern aus? Also Einheiten haben die hier noch gar nicht gemacht. Hier auch noch nicht und unser Verbündeter, ne, er hat auch noch nichts geschissen gekriegt. Okay. Ich hoffe, der Ingame-Sound geht auch so, mein Freund. Ach, hier oben wollte ich auch noch einen machen. Genau. So. Und 3 dafür noch. Und lass mal wieder ein Stückchen Schokolade für den Hulk zu, weil er hier alles so gut erklärt hat. Muss ich mich wie so ein Hund immer selber belohnen. Ihr seht, Freunde, jetzt haben wir viel mehr Platz auch, um Einheiten zu erstellen. Jetzt haben wir gleich 55. Was ist natürlich bemerkbar. Wir werden natürlich auch schnell einen Marktplatz erstellen. Für unseren Verbündeten, damit wir da direkt handeln können. So, hier erstellen wir gerade die ersten Bogenschützen und die ersten... Was sind das? Schwertkämpfer, genau. So, wir werden natürlich jetzt nicht frühzeitig... Oh, so ein Mega-Herr. Das darf nicht passieren. Das hier, Scheiße, das habe ich jetzt das Feld gefehlt. Feld gefehlt! Mein Gott, schweres Deutsch. So, das darf natürlich nicht passieren, dass hier die Bewohner
nutzlos rumstehen. So, jetzt haben wir nicht mal mehr genug Holz. Das ist natürlich sehr kritisch. Lol, da ist einer drin, bitte. So, der Marktplatz ist erstellt. Der hat seinen auch schon. Ja, okay, Holz mangelt hier gerade richtig hart. Okay, der hat schon die Ritterzeit drin. Entweder nimmt er hier Steroide oder ich weiß auch nicht, was mit dem Typ los ist. Schmiede. Nicht genug Holz. Okay, so langsam geht's mir auf den Geist. Was ist denn hier los? Dann geh halt auch noch Holz farmen hier. So, ja, kriegst du noch ein Feld. So, wer ist denn zur Ritterzeit? Der hier, der Wikinger schon. Scheiße, das wird natürlich... By the way, die sind glaube ich auch schon... Sind die alle schon in der... Nee, nur er hier, oder? Jetzt habe ich gerade nicht drauf geachtet, wer in die Ritterzeit vorgeschrieben ist. Scheiße. 800 Nahrung, okay, 25 noch. Jetzt gib Gas. So, haben wir dann auch. Da schon mal eine Mache, dann, weil der hat schon die ersten Berserker nämlich jetzt hier am Start. Das wird nämlich dann sehr kritisch hier. Da müssen wir uns auf jeden Fall ranhalten. So, jetzt können wir jetzt schon zwei Marken machen. So, wir werden uns hier möglichst schnell die zwei Reliquien hier sichern, denn die generieren für uns Gold. Boah, der hat eigentlich alles hier, ne? Wenn der schnell ist, könnte der sich hier vier Reliquien sichern. Und die hätten da oben nur eine. Die sind richtig unfair verteilt auf dieser Karte. Das ist auch gleich das erste, was ich bauen werde hier. Ich werde mir schon mal so einen Typen schnappen hier. So, du kannst dein Holzheim abladen. Kannst du gleich sofort ein Kloster hier herstellen. So, das Kloster müsst ihr immer in Sicherheit positionieren, damit euch der Feind, nämlich eure Reliquie, nicht stehlen kann. So, die Hälfte dauert halt noch. So, hier ist aber auch alles gerade up to date. So, die können wir hier auch mal ein bisschen verteilen. Kannst du da noch hauen? Genau. Hier könnt ihr übrigens Felder noch im Voraus produzieren. Wobei, ich brauche ja Holz für das Kloster. Holzproduktion ist gerade richtig mies. Da werden wir hier mal schlagen Holz 20% schneller reinhauen. Genauso bei der Goldproduktion. Wobei, da brauchen wir jetzt erstmal noch Holz für. So läuft's, aber wir sitzen hier erstmal hier in passiver Haltung, weil ich keinen Bock habe, dass er jetzt hier die ganze Zeit bei so einem schwulen Reiter sofort hier, schwulen Reiter, hier Alarm schlagen, die Flachpfeifen hier. So, jetzt haben wir gleich die Ritterzeit für die entwickelt. Dann werden wir natürlich sofort hier Kloster erstellen, sofort. Ich glaube, der Spaß ist schon unter... Hat der schon Kloster? Bis jetzt noch nicht. Ja, da kommt er schon mit seinem Mameluken an. Und der hat schon, boah, der hat 1 Milliarde Berserker hier schon am Start. Der wäre richtig lustig gleich. So. Sofort auf Mönch gehen natürlich. So. Dann werden wir eine Universität... Nein, die werden wir jetzt erstmal nicht mehr bauen, weil die zu viel Holz kostet momentan. Und wir jetzt die ganzen Felder erneuern müssen. Das haben wir entwickelt. Das können wir hier nochmal entwickeln. So, dann können wir hier noch... Müsste doch eigentlich der Dix kommen, die Schubkarre, oder nicht? Ich weiß nicht, was hier los ist. Wir brauchen mal mehr Leute hier für Holz. Das geht so nicht mehr weiter. So. Jetzt haben wir schon wenigstens ein bisschen Stein. Jetzt werden wir hier mal ein bisschen, So, das heißt, wir werden... Hier kann der nicht kommen, ne? Hier ist auch alles zu, ne? Ja. Deswegen spiele ich immer so gern auf solchen Maps, weil da viel auch mit, Dings zu ist. Nein! Scheiße. Da ist die Reliquie schon aufgenommen worden, direkt bei uns in den Bunker. So, jo, wahrscheinlich. So, dann haben wir hier auch schon mal gesorgt. Da kommt natürlich ein Tor rein.
So. Das heißt, wir haben ein bisschen wenigstens für die Defensive schon vorgesorgt. Sobald er die Reliquie natürlich reingeballert hat, sofort auf die nächste. Hat er jetzt sein Kloster fertig gebaut?